Was ist das Problem? Ein Terrorist, ein Terroristenzwerg. Er wird uns alle umbringen. Wo ist dieser Lilliput-Agitator? Wo Tomaten auf den Augen, was? Da steht er. Hey, noch einer von den Limo-Lausern. Ist das nicht der mit dem Inkontinenzproblem? Genau, Strulli. Er ist ein ehemaliger Kinderstar. Mann, sperrt ihn ein und schmeißt die Zelle weg. Die Zelle wegschmeißen. Einer von uns sollte ein Dutzend Beruhigungspillen für Elefanten nehmen und sich lang machen. Und du könntest auch ein paar vertragen. Ich soll mich beruhigen? Mit einem Terroristenzwerg in meinem Laden? Ja, Terroristen. Was genau war denn Strullis verbrecherisches Verhalten? Er liefert Videos, die ich gar nicht bestellt habe. Brady Cultures Eyebrow Fitness Video? Was ist das? Sicher was Schlimmes, das sage ich euch. Videos. Und wie sieht der überhaupt aus? Subversiv, sage ich. Und hässlich. Hat schon mal jemand einen Weißen mit so einer Frisur gesehen? Das habe ich gehört, ja? Irgendeine Idee, warum ein freakiges Relikt der 70er Jahre Videos in deinem Laden abladen sollte? Denk doch mal nach. Videos ausliefern? Sowas macht kein Einzeltäter aus freiem Willen. Er gibt doch keinen Sinn. Ich rieche... eine Verschwörung! Ach, was du riechst, sind sicher bloß die Würstchen. Nein, das ist definitiv eine Verschwörung. Was für übelwollende Geister würden sich verschwören, dich mit unerwünschten Videokassetten zu belästigen? Ach, die wollen mich doch alle fertig machen. Die Regierung, die Medien, die Mafia, Aliens, künstliche Intelligenzen, meine Mutter, Niels Bohr, die Schweiz, Kopfläuse, Fusseln, Pastrami, Haarspray, Das reicht! Haarspray hat damit nichts zu tun. Na klar, so hättest du's wohl gern. Hast du dieses Eyeball-Augentrainer-Video gesehen? Mit eigenen Augen? Nur ein Blödmann sieht sich ein fremdes Video an. Tu du's doch! Gibt's noch weitere terroristische Schurkereien zu berichten? Allerdings! Er geht dauernd auf mein Klo! Was er da drin macht. Ich glaube, ich weiß was. Wir haben's hier also mit einem Lieferanten unerwünschter Videos und Serienpinkler zu tun. Serienpinkler. Kann uns nicht mal die Nationalgarde helfen. Ich glaube, wir haben's dann. Okay, sonst noch was? Wir hätten gern, dass Sie uns etwas aus Ihrem Kaufen verladen, guter Mann. Ich glaube, er meint aus Ihrem Laden verkaufen nicht. Obwohl wir dich wahrscheinlich verladen werden. Aber das war nicht, was er gemeint hat. Ich weiß, was er gemeint hat. Verladen kann ich mich selbst. Also, was wollt ihr denn kaufen? Hast du vielleicht... Punkt, Punkt, Punkt. Hast du vielleicht Wiesel am Stiel? Nein. Hast du vielleicht Zweihänder Breitschwerter? Nein. Hast du Wurzelgemüse in Form berühmter Vertreter der Nudistenbewegung? Nein. Du hast nicht zufällig Bonbon rosa Sitzsäcke? Nein. Du führst nicht zufällig politische Dissidenten im Exil? Nein. Du führst nicht zufällig Massenvernichtungswaffen? Wer will das wissen? Hast du vielleicht... mir fällt nichts mehr ein. Du könntest ja nochmal von vorn anfangen. Gute Idee. Was hättest du denn? Naja, Käse wäre immer noch im Angebot. Oh, fein, Käse. Gekauft. Und vielleicht hätte ich da noch was von Interesse unter dem Ladentisch. Ich nehme deine ziemlich durchsichtige Einladung zur Nachfrage, was du unterm Ladentisch hast, an. Ach, nur ein kleines Etwas, das ich zärtlich Tränengasgranatwerfer nenne. Tränengasgranatwerfer? Oh ja, haben will. Die neueste Innovation von Boscotec fegt eine ganze Aula voller militanter College-Studenten leer. In 0,0 garantiert. Boah. Ich fühle mich dir gerade sehr nah. Wir hätten gern den Tränengasgranatwerfer. Das macht dann $10,000. Was? 10.000 Mücken? Da müssen wir ja ungefähr 1 Million Knöllchen verteilen. Oder einen richtig fetten. Du meinst... Wirtschaftsverbrecher Boulevard. Wo Wirtschaftskriminelle ihr ergaunertes Geld verprassen? Oh ja, wir ersatteln die Hühner, jagen einen von diesen geschniegelten und gebügelten Schleimbolzen und treffen ihn da, wo es ihm am besten tut, mitten in die Brieftasche. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt was anderes, aber das ist auch nicht schlecht.
Gut. Danke, im Augenblick nichts. Okay. Netter Laden, ehrlich. Was ist denn daran so nett? Was soll der Hochsicherheitsgefängniskram? Wenn man euch so oft ausgeraubt hätte wie mich, würdet ihr es genauso machen. Ich bin eigentlich noch nie ausgeraubt worden, aber normalerweise stecke ich auch jedem, der mir zu nahe kommt, eine große Feuerwaffe entgegen. Du machst mich fertig, Kleiner. Wovon sprachen wir gerade? Wir reden später weiter, Bosco. Aber jetzt müssen wir uns wirklich um diesen kleinen Missetäter kümmern. Haltet diesen Wahnsinnigen auf, bevor er uns alle tötet! So, wir nehmen uns erstmal ein Video mit. Kostenlose Videos? Nichts dagegen. Brady Cultures iBow für optimalen Durchblick. Die revolutionäre visiometrische Workout-Technik. Was ist denn so revolutionär daran? Sehen Sie durch Wände und Kleidung, rollen Sie Ihre Augen in atemberaubendem Tempo, verlieren Sie 5 Pfund Augenfett. Oh, toll! Die letzten 5 Pfund habe ich bisher einfach nicht runtergekriegt. Wollen wir heute ein bisschen früher mit dem Bürokinoabend anfangen? Ich bringe die kandierten Käse-Crispies. Ich glaube, die zwei, die leben auch im Büro. So. Ja, wir müssen erstmal was anderes noch erledigen. Wir müssen jetzt die drei Brüder alle nach und nach, ja, was wir machen müssen, sag ich euch nicht. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Sprühfarbe brauchen wir. Braucht man nämlich nachher noch, um den Brilli zu erledigen. Hey, eine Dose Sprühfarbe. Und sogar noch was drin. So, jetzt steigen wir ins Auto. Auto. Ja. So, und hier drüben müssen wir auch gleich rein, in Sibyls Laden. Ja, Lass uns rumfahren, Gesetzesbrecher suchen, Max. Au ja! Ja, wenn wir Boscos Erfindung haben, dann ist das Spiel meistens gelöst. In der Regel. Oft. Ja, also es hilft immer groß weiter. Übrigens, Sam, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe versehentlich unsere Bremskabel durchgeknabbert. Nein, ich glaube nicht, dass du das erwähnt hast. Ich schätze, dann werden wir zum Bremsen einfach ordentlich auf unsere Vordermänner draufknallen müssen. Richtig. Schon eingeplant, Kleiner. So, man hat jetzt Hupen. Man kann jetzt hupen. Das Megafon und die Wumme. Jetzt müssen wir erstmal anhalten. So. Wir bremsen. Übernimm mal das Steuer, Kleiner. Mit Vergnügen. Mein Beileid wegen Ihres Rücklichts. Sam 1, Rücklicht 0. So, jetzt müssen wir Megafon machen. Jetzt kommt's. Ich warne Sie zum ersten und letzten Mal. Fahren Sie rechts ran oder Sie sind tot. Hallo, wir sind die Freelance Police. Und Sie nicht. Also tanzen Sie nach unserer Pfeife. Warum haben Sie mich angehalten? Grauenhaft kaputtes Rücklicht. Ihr Rücklicht ist kaputt. Aber das haben Sie doch kaputt gemacht. Was wollten Sie damit sagen? Was war gleich die Geldbuße für ein kaputtes Rücklicht? Warte, waren das nicht $10,000? Was? Sind Sie verrückt? Moment mal, darf ich das rasch mit meinem Rechtsbeistand... Mein Anwalt hat mir geraten, die Geldbuße zu bezahlen. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen, wir haben einige Umbuchungen vorzunehmen. Ach. Danke, Blödmann. So. Damit hätten wir das, was wir brauchen. Jetzt kommen wir zurück zum Büro. Ja, ich habe die Musik absichtlich ausgemacht. Um mögliche Content-Treffer zu vermeiden. So, Sibyls Laden.
Glubschi. Willkommen. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Therapie vertragen. Aber nicht von einem glubschäugigen Zirkusfreak wie... Hey, noch einer von den Limolausern. Ich? Genau, du bist, Glubschi.